Also, liebe Kollegen, willkommen beim nächsten Langenthaler Ecker geschaut diese Woche. Wir haben im Notfall oft einen Patienten mit Synkope, Präsynkope, unklares Schwindelgefühl, Schwankschwindel, alles Mögliche. Wir machen bei jedem einen Patienten in der Regel ein EKG, oder? Und das ist ein 70-jähriger Mann mit einer Synkope berichteten. Und ihr habt dieses EKG bei ihm gemacht. Dieses EKG ist schon ein bisschen beschriftet, vielleicht hilft es euch bei der Beurteilung. Kais, was meinst du dazu? Also, wenn wir das erste P-Vena angucken, dann sieht man ein Wenkebach. Oder ich weiß nicht, BR wird es langer. Ja, und dann haben wir eine Pause. Es wird länger, da hat es eine Pause. Oder? Aha, gut, da kannst du den anderen erklären. Wieso denkst du an Wenkebach? Weil ich habe das Gefühl, bei zwei, und dann drei wird es langer BR und dann haben wir einen Block. Mhm. Keine Überleitung, dann haben wir BR wieder kurz, langer, kein Block. Aber in Nummer 6 ist es ein bisschen zu kurz, ne? Ja, kann sein. Also das, wenn ab 6 hatte ich eher gedacht, dass das ein Rabau 3. Grad ist. Das ist unabhängig voneinander ist eher. Afablock 3. Grades. Bei Afablock 3. Grades würde die Frequenz des EKG der Ventrikel wie sein? Wie würde der Ventrikel laufen bei Afablock 3. Grades? Bei komplettem Blockbild. Wie würde es laufen, wenn du eine komplette Afablockisation hast? Also nichts vom Vorhof wird übertragen auf die Ventrikel. Wie läuft der Ventrikel dann? Also welche Frequenz? Ja, Frequenz und in welchem Rhythmus. Also halt, das ist ein Kammerersatz dann, genau, oder richtig. Frequenz von 20, Kammer, ich weiß es nicht. In der Kammer, 30, 40, sehr gut, Sarah. Aber er kann auch vom Hiss laufen mit 50, 60, das kann er schaffen. Gut, also Wenkebach, also Afablock 3. Grades ist unwahrscheinlich aus diesem Grund, weil das EKG nicht regelmäßig ist. Ja. Das heißt, irgendwas wurde überleitet, weil der Rhythmus ist nicht regelmäßig. Und was bleibt uns dann, oder? Dann bleibt uns eigentlich nur noch der Afablock 2. Grades. Bei der Afablock 1. Grades ist regelmäßig, plus die PQ ist länger. Afablock 3. Grad ist regelmäßig. Der PQ ist variabel, weil die Ps laufen, tanzen eigenen Rhythmus und der QRS tanzt den eigenen Rhythmus. Ja? Und bei Afablock 2. Grades wird die P überleitet. Und bei Afablock 2. Grades Tipp 1, Mopitz 1 oder Tipp Wenkebach ist es so, dass die PQ überleitet wird, aber die PQ wird immer länger, länger, länger und dann löst sie sich auf oder dann verliert sie die Kraft und dann wird sie nicht überleitet. Und das hat die Charis postuliert und das ist auch ganz korrekt. P ist das Blaue. Nach dem P kommt der QRS-Komplex. P-QRS-Komplex. Aber wir haben zwei Ps und ein QRS-Komplex. Dann kommt der dritte P und das ist kein QRS-Komplex. Ja? Und jetzt ist der Answer lies in the PQ interval. Und der PQ, den muss man anschauen. Natürlich muss man das dann genau anschauen mit Lupe im SEMA. Die kann man in Lupe Tool benutzen, die ist links oben. Und schauen, ob es sich nicht verlängert. Und wenn man das richtig anschaut, dann verlängert es sich, ja. Und dafür sind Rhythmusstreifen gut. Die wisst ihr, ich mache oft keine Rhythmusstreifen, weil die brauche ich selten und das kostet nur Zeit und Nerven. Ich muss da nicht Rhythmusstreifen bei jedem Pups machen. Aber wenn der Patient wirklich was hat, dann ist es gut, gerade so einen längeren Rhythmusstreifen zu haben, weil da kann man sehen, ob der Pico wirklich konstant immer länger wird. Und hier ist es der Fall. Er wird länger und dann bricht der ab. Das ist ein 3:2 Mopitz 1 oder 3:2 Wenkebach. Gut? Also wenn der Patient synkopiert ist und hat einen Mopitz 1, ja,
per se noch keine Schrittmacherindikation, aber wenn es sich wirklich zeigt, dass er anhand von dem synkopiert und man findet keine zugrunde liegende Ursache, ja, dass er jetzt eine Hyperkalämie hat oder ist intoxikiert oder hat Lues oder so etwas, macht zwar aber dritten Grades häufiger, dann braucht es zum Schluss wahrscheinlich einen Schrittmacher, oder? Martin, ich meine, wenn man es runterkriegt und in der Notfallmedizin, wie du immer sagst, ja, so, man hat keine andere Ursache und ich weiß vielleicht nicht, ob es ein Wenckebacher oder Mobitz ist, ist ja dann auch wurscht. Er ist synkopiert, das ist meine einzige Ursache, er hat einen AV-Block. Ja, also wenn du es runterbrechen willst, wenn du es jetzt, du Sarah, du Cowboy, wenn du es jetzt runterbrechen willst. Gemäß dir. Wenn du es jetzt runterbrechen willst, tust du den Schrittmacher nicht direkt in der QE3 rein. Okay. Ja, aber was du machen wirst, ist was? Ja, Sarah macht es super praktisch. Was machen wir? Der Patient ist instabil, oder? Wir gehen jetzt instabiler Patient. Hypoton, Bradykard, Dizzy, schwindelig, richtig. Extern pacen, aber was könnt ihr machen bei dem hier? Also Atropin probieren. Bei dem Atropin würde ich hier probieren. Gut. Wir hatten ja oft solche Leute, die vagal wegen dem Haus ja und so sind mega pradikal und haben Blockbilder und so, dann habe Atropin gegeben und dann ist er wieder normal im Sinus bei 70. Oder hier kann man das machen, einfach Block, diesen Blockbildern und dann zum Schluss beißen, oder? Also Atropin, Adrenalinperfuser, Arterieadrenalinperfuser und beißen. Die drei Sachen haben wir. Und natürlich Ursache suchen. Ist er intoxikiert, dann gibst du ihm eine Intoxikation. Also Detox, oder? Gut. Ja, eigentlich sind das viel mehr Sachen, aber oder man kann dieselbe Präsentation 10.000 Mal machen, man kann immer über was anderes reden und man kann immer eine halbe Stunde damit verspielen. Es ist nicht nur ein AV-Block zweiten Grades, Typ 1, sondern es ist auch ein intermittierender. Das V1 und Linksschenkel, genau. Und die zwei Beats sind Linksschenkelblock und der dritte? Rechtsschenkelblock. Gut, sehr gut. Also es ist eigentlich per se, wenn also jemand liebt die Terminologie, ja, es basiert nicht, im Notfall hält es nicht an der Terminologie, aber ist ein inkompletter Triversikulblock, kann man das nennen, oder? Wir haben einen Mobitz 1 und wir haben einen alternierenden Rechtsschenkelblock und einen Linksschenkelblock. Gut, diese Frau ist schon älter, die ist auch syngopiert. Sarah, dein Turn. Also, ich schaue mir mal wieder wie die Charisma und die P-Welle an. Die sehe ich und ich sehe dann immer, ist hier eigentlich nur vereinzelt ein QRS-Komplex, wie unabhängig von der P-Welle. Kannst du ein Licht ausmachen? So falsch. So falsch. Ich glaube nicht, dass ich es jetzt besser interpretiert. Obwohl ich ehrlich gesagt, ja, aber guck mal, ich weiß nicht, hier in, also am Anfang habe ich das Gefühl, P und dann folgt ein QRS-Komplex. Sehe ich schon. Richtig. Und nachfolgend sehe ich aber, ich meine, ich habe jetzt keinen Rhythmusstreifen, aber zwei P-Wellen ohne QRS-Komplex, der folgt. Ja, also ist es vielleicht ein AV-Block H2 Typ Mobitz? Typ Mobitz, gut, aber Grad 2 Typ Mobitz wäre es wie, würde so wie mit Wenckebach, bloß der Pico würde komplett ab, also der QRS würde komplett abfallen, oder? Also keine Pico-Verlängerung. Aber hier haben wir PPPP und da haben wir einen QRS-Komplex, da haben wir wieder drei Ps und QRS-Komplex, drei Ps und QRS-Komplex. Ja. Die Unterscheidung zwischen AV-Block 2. Grades und 3. Grades und 1. Grades ist gut in den Kammern, Kammerrhythmus. Ist der regelmäßig oder nicht? Ja? Das kann helfen. Natürlich, Mobitz 2 kann auch regelmäßig sein, aber in der Regel, gerade wenn du so viel hast,
Ich habe das Gefühl, das kann ich nicht sagen, ob der regelmäßig ist, weil ich so wenig QRS-Blöcke da sehe. Gut, also unsere Differentialdiagnosen sind zwei, oder? Ja. Die erste sagt die Sarah und die Haris sagt die zweite Differentialdiagnose, das ist? Dritten Grad. Genau, auf der dritten Grad. Ist gut. Und jetzt tun wir zusammen überlegen, wie unterscheiden wir AFA-Block 2, MOBITS 2 von AFA-Block 3. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Der Kuhnes-Komplex bei AFA-Block 3 ist meistens infrahissal bis ventrikulär. Das heißt, der Kuhnes-Komplex ist breit und die Frequenz ist langsam. Bei MOBITS ist sie oft höher, ist so schmaler und ist oft ein bisschen schneller. Gut, das wäre ein Merkmal. Ja? Leider kann ich mich auf das immer nicht verlassen, weil es gibt AFA-Block 3, wo es infrahissal ist und es ist schmal und es ist noch recht schnell bei 40 oder 50. Ja, 40. Und eine Sache, die mir sehr hilft, ist der Pico-Intervall. Oder so wie Amato immer sagte, the answer lies in the Pico-Intervall. Der Pico-Intervall ist bei MOBITS 2 immer der gleiche. Bei AFA-Block 3 ist ja natürlich nie der gleiche. Natürlich kann es ein Zufall sein, dass du gerade dann das PQB hast und dann das Q, oder? Aber in der Regel ist es nicht so. Und also, bei MOBITS 2 ist der Pico immer der gleiche, oder? Es fällt einfach ab. Also, ist der Pico immer der gleiche oder nicht? Nein. Gut. Und natürlich, die Blockbilder haben wir vergessen zu beurteilen. Was für ein Blockbild hat der Patient? Links, ja. Links Blockbild. Aha. Wieso hat er ein Links Blockbild? Ja, ne, LHB ist sehr gut, Charis. Überdrehter Linkstip, LHB, perfekt. Überdrehter Linkstip haben wir so rausgefunden, 1, 2, 3, ja. Und die 1 und die 3 gucken von sich, ja. Und wenn die 2 negativ ist, ist es überdrehter Linkstip. Wenn die 1 und die 3 von sich gucken, ist es ein Linkstip. Wenn die 2 positiv ist, ist es ein normaler Linkstip. Und wenn die 2 negativ ist, ist es ein überdrehter Linkstip. Ja? Also immer die 1 und 2, 1 und 3 angucken, gucken sie von sich oder gucken sie zu sich. Man kann sich das gut so merken, das ist jetzt für die Studenten, das kann man sich gut so merken. In der Slowakei gibt es nämlich so ein schönes Wort, wahre und nicht wahre Liebe. In der Slowakei ist wahre Liebe die rechte Liebe. Und die nicht wahre Liebe heißt die linke Liebe. Ja? Also, wenn die einzelnen drei nicht zu sich gucken, dann ist es keine wahre Liebe, eine linke Liebe. Linkstipp. Und wenn sie zu sich gucken, dann ist es eine wahre Liebe. Dann ist es ein Rechtstipp. Okay? Ja. Und jetzt Linkstipp, könnt ihr noch unterscheiden, ist es übertriebene nicht wahre Liebe oder ist es eine normale nicht wahre Liebe. Okay? Also, das ist so eine gute Eselsbrücke, die wir in der Slowakei benutzen. Gut. Und ein rechter Schenkelblock, das wollte ich noch sagen, ist ein RFB. Ja, das da. Er hat ein tolles R' in V1, gut, und ein breites S in V6, das ist hochspezifisch für den Schenkelblock. Breites S, terminale QRS, Deviation, Distorsion, Verbreiterung in V6 und positiv in V1 und negativ V6 ist der Schenkelblock. Plus, minus, ja, also das ist... Also haben wir einen bifaszikulären Block mit AFA-Block 3, also ist ein kompletter trifaszikulärer Block, so wie Charis gesagt hat, LHB, 4 Degree Heart Block und ein RSB. Das ist eine Base-Indikation, oder? Ha? Ja. Ja. Das also kriegst du nicht. Ja, wenn du alles rausnimmst, dann brauchst du so einen Schrittmacher, aber sowieso, wenn er Patient nicht stabil, musst du schon irgendwas machen, sowieso, ja. Also wieder, Atropin, man sagt, diskutiert eher bei dritten Grad Block, dass man Atropin kann eher noch radikalisierend wirken, oder? Weil es ist ein kompletter Block und wenn der Atropin soll ja auf die AV-Knoten funktionieren und wenn der AV-Knoten nicht ist, dann führt das noch dazu, dass der
dass es noch kontraproduktiv langsamer wird in den Kammern. Ja? Also dort Adrenalin perfusa starten, 10 Gamma, also 0,1 pro Kilo pro Minute und Schritten pacen. Würdest du nicht empfehlen, bei jedem, der instabil ist, halt hart zu pacen? Bitte? Ja. Bei jedem, der instabil ist? Ja, natürlich. Ja. Wenn du die Möglichkeit hast und den Patienten gut analog sedieren kannst und so, dann ja. Mhm. Ja, aber du weißt, du musst erst die Anästhesisten rufen und so. Schwierig. Ja, du musst eine Nummer wählen und du musst warten, bis jemand antwortet. Und das ist nicht so einfach. Ihr wisst, wie das ist. Der Notfall ist schwierig in den Situationen, weil oft sind wir abhängig von vielen, vielen anderen. Wir können so gut sein, wie wir wollen, aber wenn die anderen nicht mitmachen, dann haben wir eh verloren. Dann geht es einfach nicht. Das ist das, wir können das nicht selber lösen alles, ja. Natürlich, man kann analog sedieren. Ja? Es gibt Analog-Sedationsschemas, die man machen kann. Ja? Aber halt, ja, da geht man schon ein bisschen andere Kompetenzen. Oder? Und hier ist es immer noch so streng, hier gibt es ja noch keinen richtigen Notfallmediziner. Einfach als Schwerpunkt bisher. Gut. Dieser Patient ist auch synkopiert. Das sind alles Patienten, die synkopiert sind. Und wir drehen ein EKG. Ihr seht, das EKG sieht immer anders aus. Ist ganz bunt, oder? Immer anders. 55-jährige Frau, synkopiert. Also, ich finde, es sieht aus wie ein Kammerersatzrhythmus. Ich sehe überhaupt gar keine P-Welle. Mhm. Was haben wir über Kammerersatzrhythmen gesprochen? Dass die eigentlich langsamer sind. Ja, wie ist denn der? Wie schnell ist der? Jeremy, wie schnell ist der Patient? Ich muss ein R-Intervall arbeiten. Genau, richtig. Wie viele Boxen hast du zwischen zwei R? 1, 2, 3. Mach es grob. 3, genau. Wie viel ist denn das? Oh, eine ganz normale Schreibweise, die werden in Deutschland und in, ich glaube in Deutschland auch. Aber in den meisten Ländern benutzt, außer Slowakei und nach Russland, glaube ich. Ich weiß nicht, ob Deutschland auch 50 mm pro Sekunde benutzt. Gut, 25 mm pro Sekunde heißt, dass du 3000 mm pro 60 Sekunden machst. Ist 25 mal 60. Und eine Box sind 5 mm. Das heißt, du machst in 60 Sekunden machst du 300 Boxen. Oder, 6000 machst du 300 Boxen. Ja? Also, 300 Boxen macht ein EKG in einer Minute, in 60 Sekunden. Der RR-Intervall in diesem EKG ist 3 Boxen. Wie viel Mal wiederholt sich das RR in 300 Boxen? Ja, wir haben R-Intervall, der ist 3 Boxen. Vielmal wiederholt sich der in einem 300 Boxen langen EKG? 100 Mal. Richtig. Also die Antwort ist, Anzahl der Boxen gegen 300 gegen Anzahl der Boxen. 300 gegen 3, 300 gegen 6, 300 gegen 7, gegen 8, gegen, ja. Okay, also ist er bei 100. Gut. Also ist wahrscheinlich nicht so gebig für Kammerrhythmus. Das schafft die Kammer wahrscheinlich nicht. Was ist das? Das EKG führt uns zu einer Diagnose, oder? Es hilft uns. Wir können an das EKG schauen. Wir können aber auch denken, was für Gründe gibt es für eine Synkope. Ja? Es gibt, oder das ist ja das Geile an der Notfallmedizin, dass man denkt, Multi aus verschiedenen Winkeln, oder? Und rein vom EKG her gibt es auch dieses EKG bei einer Synkope und dieses EKG macht dir die Diagnose.
Es gibt verschiedene Algorithmen, wie man NKI beurteilt. Und ihr wisst, dass ich habe euch oft dieses notfallmedizinische Algorithmus gezeigt, wo man sich einfach fragt, schmal, breit, regelmäßig, unregelmäßig. Ja? Wie sieht das aus? Breit? Ja. Und regelmäßig. Und regelmäßig. Also und regelmäßig. Genau, regelmäßig und breit. Gut, was ist Differentialdiagnostik für einen Breit-Komplex-Rhythmus, der regelmäßig ist? Ist eine Tachykardie, plus minus bei 100 ist man schon in der Tachykardie. Wir können auch sagen, okay, Breit-Komplex-Tachykardie, wenn ihr wollt. Also, sieht ja, wir können verschiedene Algorithmen anwenden. Wir kommen immer nach Rom, mit jedem Weg. Ich würde gar nicht bestimmen. Bitte? Gar nicht. Wieso? Weil wir haben keine T-Wellen hier, die Verbreitung von QRS-Komplexen und spitze T-Wellen. Aber ja, die T-Wellen können auch so spitz sein, weil man Repositionsstörungen hat. Wegen einer Repositionsstörung, okay. Sekundär an unserem Blockbild, das wir sehen. Sekundäre Positionsstörung bei Blockbild. Gut, welcher Blockbild ist das? Du kannst auch genau nachschauen. Jedes Blockbild hat eine typische Positionsstörung. Ja. Ich weiß, das soll ich jetzt übertreiben. Das musst du nicht. Aber Haris, du bist ganz genau. Die T-Wellen, die sind diffus. Denkt euch, denkt dran. Wenn die T-Wellen diffus sind, dann ist das Problem nicht Koronardistribution, aber es ist das Problem metabolisch. Hyperventilation, irgendein metabolisches Problem oder so. Und Karik geht wirklich gut drauf. Wir haben einen Breitkomplexrhythmus, wo die P-Wellen nicht sind, oder? Wir können nicht mal sagen, den Sinus, aber bei 100 und flimmern bei 100 und sogar regelmäßig gibt es auch nicht, oder? Und viel zu breit, viel zu breit. Und die T-Wellen sind diffus. Sehr gut. Diagnose ist klar. Ja? Also es handelt sich um eine really wide complex Tachykardie, weil die Breite des Komplexes sollte nie mehr als 180 sein. Kann man Tachykardie machen 160, 180, aber wenn sie über 200 ist, da ist etwas dran. Das ist was Faules. Oft ist es, in der Regel ist es toxisch und metabolisch. Ja? Und bei toxisch und metabolisch denke ich neben allen anderen Medikamenten, verschiedenen, die man so nehmen kann und schlucken kann, ans Kalium. Azidose, Kalium. Okay? Der Patient hat eine Hyperkalämie. Was machen wir hier? Was machen wir, wenn den Patienten haben? Sarah? Glucose, Insulin. Glucose, Insulin zum Schäften, sehr gut. Aber das mache ich erst zum zweiten Schritt. Das stabilisiert den nicht, das rettet ihn nicht. Initial mache ich Membranstabilisation, ich gebe Calcium, Gluconat und Calciumchlorid. Calciumchlorid ist besser für die Venen. Calciumgluconat. Okay? Und eine Ampulle ist keine mehr gelernt. Minimal zwei. Würdest du da auch gleich Magnesium noch geben? Ganz okay, ja. Aber es hat keine Evidenz. Calciumgluconat. Das Magnesium hat nur eine Evidenz, soweit ich weiß. Das ist Torsa de Bois. Oder in der Kammerdach, wo der lange QT gezeigt wurde. Oder wenn du einen Patient hast, der Extrasystolen macht und schon einen langen QT hat, oder Hypokalämie und der lange QT, dann gebe ich schon Magnesium. Gerade Hypokalämie, oder das sind so Indikationen, die ich mir selber gestellt habe, weil die Hypokalämie, das Magnesium brauchst du ja, damit das Kalium besser verarbeitet wird. Also das Magnesium hilft ja auf zwei Schritten. Es behebt besser die Hypokalämie, aber es ist auch stabilisierend, oder? Aber eine klare Evidenz, soweit ich weiß, nach meiner Kenntnis bisher, ist dorsal für Magnesium. Alle anderen gibt es nicht, obwohl es gibt Studien, wo man einfach den Rhythmus stabilisieren kann bei vorflimmernden Tachykardien und so, wo man Infusionen von Magnesium gibt. Ja, aber das sind nicht 2 Gramm. 2 Gramm ist nichts. Das geht in sehr wenigen Studien. Es gibt 4 Gramm immer. 4 bis 9 Gramm. Oder? Deswegen mache ich auch immer 4 Gramm, wenn ich kann. Ich mache immer 2. Genau.
Genau. Ich habe es mal auch so auf Tapes gemacht und wurde mir gesagt, das ist nicht so üblich. Ja? Aber es gibt ein Lomagistudie, es gibt eine Evidenz dafür, oder? Das habe ich dann auch abgeschrieben. Gut, hier, der Patient nicht austinkapiert. Komplett anderes EKG, aber dieselbe Klinik, wieder Synkope. Was hat der Mensch? Und mit dem machen wir auch Schluss für heute. Ich will euch nicht abbrennen. Zur Rekapitulation, wir hatten Synkope bei Bradyarrhythmien, wir hatten Synkope bei metabolischen Ursachen, ja, bei Breitkomplexrhythmen. Das gibt's, das kann EKG machen. Bradyarrhythmien, Breitkomplexrhythmen. Und jetzt haben wir das. Ich finde das T irgendwie ein bisschen ungemütlich in V4 und gut. V3 und V2. Kannst du es übersetzen? was heißt ungemütliches T? Weil du sagst es ganz richtig, Sarah. Du musst es nur erklären. Was heißt für dich ungemütlich? Damit jemand anderer, der es gemütlich hat. Naja, der könnte gerade einen akuten Herzinfarkt machen. Ja, wieso glaubst du, dass das T für einen Herzinfarkt zuständig ist? Woher kommst du drauf? Das Erstickungs-T, das spitze. Das akute T. Ja. Ja. Und wieso denkst du gerade, dass es ein akutes T ist, dass es nicht ein normales T ist? Ach so, weil jetzt zum Beispiel in V4 das T ist genauso hoch wie der QRS-Komplex, was sehr es nicht gut sein sollte. Sehr gut. Und vor allen Dingen das T tun wir immer mit dem QRS vergleichen, so wie Sarah sagt. Und in V2, V3 sind wir so quasi plus minus. Aber in der QRS-Komplex dünn, schmal und dann kommt eine fette, dicke T-Welle danach, dann ist es nicht gut. Das ist eine primäre Repräsentationsstörung. Und die fetten, dicken T-Wellen, die gibt es nicht im ganzen EKG, ist nicht global, ist nur in einem Koronararteriendistributionsgebiet, einem Gebiet der, welche Arterie ist das, Vorderwand am Herz, am häufigsten, in der Regel ist es die. Richtig. Der Ramus interventricularis anterior, die LAD, left anterior descending anterior, die Riva. Gut. Sehr gut. Und das ist ein ganz typisches Zeichen. Nicht nur das dicke, fette T, das schon die Sarah drauf aufmerksam gemacht hat, sondern auch die ST-Senkung, die vor dem ist. Darauf werde ich hier hinausgehen. Siehst du die ST-Senkung? Das T kommt aus der ST-Senkung. Das ist ein STEMI-Äquivalent. Das ist ein No-Go. Das ist ein STEMI-Äquivalent. Das ist ein okklusiver Myokardinfarkt. Das wurde auch beschrieben. Das ist ein DeWinters-T-Welle. Okay. Also aus einer ST-Senkung gehen wir in eine dicke, fette T-Welle. An der Vorderwand. Typischerweise immer an der Proxima bis mit der Riva besprochen. Immer an der Vorderwand. Gut. STEMI-Äquivalent das hier. Also eine Synkope kann im EKG auch eine Ischämie zeigen. Wir hatten eine Bradyarrhythmie, wir hatten Breitkomplexrhythmen, metabolische Ursachen und wir haben auch eine Ischämie. Gut, und mit dem werde ich jetzt beenden. Es sei denn, es gibt noch Fragen aus dem Plenum. Vielen Dank. Also, es hat mich sehr gefreut, danke, mit euch wieder zu diskutieren. Und bis zum nächsten Mal. Wie macht man das aus jetzt?